Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Da habe ich lange Luft geholt. So, und irgendwas... Ach, du bist das. Du klapperst hier rum, Nick. Das liegt wahrscheinlich eher an deiner Rüstung. Heute werden wir uns kurz umsehen wegen Strom für die Welt. Das Spiel ist ausgefallen, als wir etwas Legendäres gesehen haben, glaube ich, war das. Haben wir unsere legendäre Waffe noch? Perfekt. Mehr wollte ich gar nicht. So, mir geht's irgendwie schlecht. Keine Ahnung warum, aber bei mir schwimmt alles ständig. Keine Ahnung, was ich getan habe. Oh, Albino. Da mache ich mal ein bisschen was Fetteres. Ach, ich war verkrüppelt. Schieß doch! Ja, wenn es nicht anders geht. Anstatt zu schießen, nein, mach einen Scheiß. Ganz einfach. Jetzt läufst du weg, ne? Jetzt ist zu spät. War doch noch im Mund. Zweiter, oder? Also nicht zu zweit. Wir hatten irgendwas Legendäres gesehen. Das muss in der Richtung gewesen sein. Da haben wir nämlich einen Hirsch gesehen und da habe ich doch noch einen zweiten Hirsch gesehen, oder? Ne, den habe ich umgebracht. Da wäre die Knarre drin. Bin leicht verwirrt. Ich kletter hier einfach mal rüber. Was zum Teufel habe ich gesehen? Huch, lebst du ja noch? Habe ich dich nicht getötet? Ein Gehstock, cool, nehme ich. Na doch, hier. Auf irgendwas habe ich gezielt. Okay, ich kann es nicht einsammeln. Auf irgendwas habe ich gezielt und dann ist das Spiel ausgefallen. Irgendwann habe ich zwischendurch gespeichert. Ach. Sollte auch für einen täglich aufzunehmen. Nicht mehr wieder ordentlich aufnehmen, so wie im Borderlands jetzt. Ich habe momentan Urlaub, da nehme ich hier sowas von auf. Alter Schwede, Freunde. Auch wenn ich heute der Schwiegermutter von meinem Bruder helfen muss. Ja, ganz genau, Freunde. Ganz genau. Da fragt man sich doch, Nero, warum hilfst du der Schwiegermutter von deinem Bruder? Hilf dir doch selber. Und tu es nicht. Naja, jetzt habe ich schon zugesagt. Und da brennt's. Cool. Muss ja schon jahrelang brennen, oder? Okay. Folgendes. Wir haben Stromkästen gefunden. Einer, der nicht funktioniert, obwohl wir ihn aktiviert haben. Oder haben wir ihn aktiviert? Vielleicht müssen wir vorher die 3 aktivieren. Aber das war die 2. Das war die 2, ne? Mich voll verwirrt. Ah, wir sind hier auf der Insel der Jäger. Ne? Das heißt, hier ist nichts Besonderes, außer vielleicht ein paar Yao Gaui, Kackbratzen, wie auch immer. Sag lieber wieder Kackbratzen dazu. Das kann ich wenigstens aussprechen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zurück. Falls das zurück ist, ich glaube, das ist hin, oder? Nee, das ist tatsächlich zurück. Und auf der Insel da hinten waren diese Generatoren. Werden uns eines Tages die Fusionskerne ausgehen? Man weiß es nicht. Ich glaube, zu Hause habe ich noch ein paar. Das war der legendäre da, ne? Was haben wir denn hier so Schönes? Das ist irgendwie so ein Bergbaugerät, ne? Ich glaube, die wollten zu der Zeit, wo die Bomben explodiert sind, die Insel irgendwie bebauen. Kann das sein? Oder sind das irgendwelche Mähdrescher? Aha! Das war das Ding, was wir repariert haben, nicht wahr? Das ist eins. Draw a map at home, sweet home. 3 Generatoren. Ich glaube, das ist die Nummer 1. Gut. Wir sollten das auf jeden Fall mitnehmen und diese Punkte durchgehen. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Ich vermute mal, dass es die Notiz der Jägerin ist. Nur so eine Vermutung. Alter, ich dachte, wer kommt da denn jetzt?
Das ist mir egal, Nick. Will dieses Rätsel lösen. Wenn, falls das ein Rätsel sein soll. Ich weiß es nicht. Also ich vermute mal, wir müssen den Stromkabeln folgen. Auf der Karte sieht das aber anders aus. Um zu Nummer 3 zu kommen. Was ja auch eigentlich recht logisch klingt, ne? Ja, hier geht's definitiv zu Nummer 3. Frag mich nicht, warum das Nummer 3 sein soll. Eigentlich hätte ich es vorher vermutet. Hilfe, Hilfe, Hilfe. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das gibt uns auch ein bisschen Leben zurück. Da hinten ist der andere Generator. Die Nummer 3 sozusagen. Falls es die 3 war, kann auch die 2 sein. Und irgendwas muss doch passieren, wenn wir die Dinge anschmeißen, oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach nichts passiert. Oh, oh, du lebst ja! Ja, es sind so eine Art Todeskrallen. Da hockt er hier. Todeskrallenklaue. Das ist eine Todeskralle. LOL. Die haben sie einfach nur umdesignt. Gut, man kann es auch ganz armselig machen. Dieser Stromunterbrecher funktioniert nicht. Die Frage ist, wie bringen wir ihn denn zum Funktionieren? Das muss dir doch irgendwelche Stellen geben, wie wir das Ding reparieren. Wir gehen mal, weiß nicht, in die Hütte wollte ich schon sagen, aber es war nur so eine halbe Hütte. Oh, Elisas Tagebuch 1. 11. Februar 2077. Opa Pat hat heute im Schlaf rumgebrüllt. Hat er schon mal gemacht, aber dieses Mal war es so laut, dass ich aufgewacht bin. Ich habe gesehen, wie Mama rüber ist, um nach ihm zu sehen. Zum Glück hatte sie ihren Mantel an. Es sieht verdammt kalt da draußen aus. Ich habe letztens gehört, wie sie mit Papa darüber gesprochen hat, dass Opa bei uns einziehen soll. Ich glaube, das will ich nicht. Ja gut, bei dem Geschrei auf jeden Fall nicht. Das heißt, es ist doch nicht die Jägerin. Aber Tagebuch 1. Das heißt, ist das, was wir auf der Karte bekommen haben? Muss ja diverse sein, ne? Hauskarte, klar. Also, da unten haben wir ja das Papierfetzen mitgenommen. Da, wo wir jetzt sind, ist Tagebucheintrag 1. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich mehr Tagebucheinträge finden, je weiter wir voranschreiten. Würde ich jetzt glatt mal behaupten. Ach, da ist mein Portal. Aber so kriege ich das hier nicht zum Laufen. Muss man doch irgendwie reparieren können. Sieht man oft das Schlimmste im Menschen. Das setzt einen manchmal echt zu. Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe das nicht. Hier ist einfach nichts zum Reparieren. Wenn hier irgendwas zum Reparieren wäre, wäre saugeil. Wir haben hier auch Licht. Das ist einfach Schwachsinn. Ich meine, selbst wenn wir jetzt hier durchlaufen, wenn wir ja an der 2 ankommen, vielleicht müssen wir vorher die 2 anschließen. Ich meine, mathematisch gesehen wäre das auf jeden Fall sehr schlau. Das heißt, wir gehen jetzt über die Brücke und dann müsste rechts von uns wieder so eine Häusersiedlung sein. Wo ist die Brücke? Das hier soll hier die Brücke sein, glaube ich, oder? Weiß es gar nicht. Also ein bisschen klein für so eine Brücke, oder? Elvis? Aber hier ist das Stromding, das muss richtig sein. Ich glaube, das Strom. Ich glaube, diese kleine Brücke. Falsch. Oder?
Hier haben wir ja diese komischen Viechers, die wir da sehen, ne? Das muss ja sein. Ich meine, wir können ja gerne mal auf die normale Karte gucken. Hier ist so eine Art Brücke. Oh, gehen wir hier rüber, komm, scheiß drauf. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn. Es sei denn. Es sei denn. Aber natürlich. Warte, wo ist mein Inventar? Dass wir jetzt schon bei der 3 sind. Dass wir die 2 quasi vergessen haben. Okay, okay, okay. Wir haben ja da hinten die Brücke gesehen. Ich vermute mal, das wird die Brücke sein. Das da ist ja die Insel der Jägerin, oder? Ne, das ist die normale. Ich glaube, dass das hier die 3 ist. Also die 3 auf dem Map. Die hier voll falsch sind. Auch wenn diese Dinger aussehen wie die auf der Karte, ne? Es gibt hier einfach so viel, was keinen Sinn ergibt. Warum? Oh, warte, die Kurve. Ich glaube, wir laufen gerade von da oben rechts nach links. Das heißt, wenn wir hier weiterlaufen, müsste gleich ein kleiner Ort kommen. Insofern die Karte stimmt. Ach, Leute. Hier ist kein Ort. Die Karte, sie lügt mich an. Wo ist der Strom hin? Hm? Ah, hier ist auch eine Hütte. Führt kein Weg dran vorbei, was? Tagebuch 2. Ach, jetzt check ich gar nichts mehr. 2. März 2077. Nathan war draußen bei den Abflussrohren, drüben bei Opa. Ich wollte es Mama erzählen, aber er hat mich gesehen, als er wieder zurück ins Haus kam und sagte, ich solle wieder ins Bett gehen. Er schaut mich jetzt immer sauer an, wenn ich es Mama erzähle. Wird er noch mehr auf mir rumhacken? Nathan war draußen, ich wollte es Mama erzählen. Abflussrohren. Was für Abflussrohre. Ja, aber das ist doch die 1. Ich check gar nichts mehr. Hä? Was? Ist das jetzt nicht die 2? Ich check nicht mehr durch, Freunde. Ich check einfach durch. Bei den Abflussrohren war ja. Aber hier ist nichts. Also, wir stellen uns jetzt so hin, wie die Karte es uns zeigt. Mann, ist das verwirrend. So. Die Karte zeigt, dass links neben uns die komischen Pfeiler sein sollen. Links neben uns Pfeiler. Verdammt. Okay. Da geht ja einer quer rüber. Das heißt, es ist. Dreh durch. Natürlich, wir sind jetzt auf der Brücke. Warte, wir sind jetzt auf der Brücke. Das hier ist die Brücke. Das hier ist die Brücke. Und die Karte müsste dann so verlaufen. Weil der Generator ja da unten. Da hinten ist. Da ist der Generator, ne? Man sollte ein kleines Mädchen keine Karten zeichnen lassen. Alter Schwede.
Das heißt, das da hinten ist die 3. Wo wir jetzt sind, ist die 1. Fragt mich nicht, warum. Und wenn wir da jetzt quer durchlatschen, müssten wir zum anderen kommen. Ist richtig, oder? Oder kommen wir von da? Und von da kommen wir doch. Es ist da hinten die 3. Okay, okay. Wir über die Brücke. Alles wird gut. So. Dann gehen wir jetzt nämlich hier rechts entlang und müssten quasi beim anderen landen, ne? Also hier bei dem hier. Meine Fresse. Ich dreh durch. So, und hier ist die kleine Ortschaft. Bei dieser kleinen Ortschaft müsste noch eine Notiz... Alter. Notiz sein. Genau. Eben nicht. Der ist keine Ortschaft. Hä? Alter, man sollte kleine Mädchen keine Karte zeichnen lassen. Ist das verwirrend? Ich dreh durch. Ich habe gesagt, dass meine Detektiv-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber ja. Echt gut fürs Geschäft. Ich kenne diese Person, die immer wieder die gleiche Geschichte erzählen und die einfach nur freundlich nickt, um sie nicht zu beleidigen. Nick. Okay, hier haben wir eine kleine Ortschaft. Okay, okay. Ist akzeptiert. Wir folgen einfach weiter den Drähten und freuen uns, dass wir irgendwo ankommen. Und wenn ich nirgendwo ankomme, weißt du was? Dann scheiß ich drauf. Ich kann diese verdammte Karte von dem Mädchen nicht lesen. Ich bin unfähig. Wo? So. Dann werden wir bei dem Generator, der auch nicht funktioniert. Weil ich weiß nicht. Habe ich repariert? Da, ist repariert. Muss ich vielleicht hier irgendwo noch einen Finger ziehen oder so? Oh, der ist auch an. Der ist an. Okay, okay. Aber jetzt stimmt die Karte. Nur, dass sie vergessen hat, da irgendwie diese Siedlung damit reinzuzeichnen. Ja, passiert. Aber dann muss es doch bei der 3 irgendwas geben. Wenn wir wirklich, wir können wirklich alles reparieren, bis auf die 3. Hm. Na gut. Hat sie nicht da unten noch eine Karte? Oder ein Haus? Oder auch irgendwie so ein Haus von dir? Das sieht auf jeden Fall hausmäßig aus. Ach, da waren wir gerade drin. Ich werde heute nur diese eine Folge dafür spendieren. Morgen gehen wir zurück ins Ödland. Und dann habe ich, dann hab ich keinen Bock mehr. Dann habe ich keinen Bock mehr. Diese Scheiße hier, ey. Das heißt, der Generator muss mit einem Gebäude verbunden sein, wo dieses Zeug ist. Aber da ist auch dann normalerweise auch eine Lampe. Normalerweise. Okay. Dann würde ich sagen, hier ist nichts mehr. Laufen wir zu 3. Ein letztes Mal und gucken, ob wir da irgendetwas finden, das uns irgendwie helfen kann. Oh, schon entleert. Schon gut. Was?
Okay. Okay. Wir müssen da fucking verdammt nochmal rein, ey. Ich vermute mal, wir müssen alle Generatoren machen. Hm. Das Licht ist halt sehr auffällig da, ne? Ach, come on. Ach, jetzt habe ich die Neugier. Jetzt habe ich die Neugier, Alter. Nein, das kannst du nicht ernst meinen, Troller. Okay, alles wird gut. Das Leben meines Detektivs ist nicht leicht, aber ja. Es ist selten langweilig. Doch, jetzt gerade schon irgendwo. Mich verlassen meine detektivischen Künste. Da muss es irgendwo einen Generator für 3 geben. Es ist muss. Also es gibt natürlich den Generator, aber ich muss ihn auch irgendwie anschalten können. Akzeptiere ich nicht. Hier brennt auch nirgendwo sonst ein Licht, ne? Nichts, wo man darauf hinschließen könnte, dass da irgendwas zum Aktivieren ist. Das ist einfach nur verdammt nochmal dieses... Jeder Unterbrecher funktioniert nicht, Alter. Das ist wie neu. Da, da, das, da ist offensichtlich der Fehler. Da. Tötet mich. Stärke 7 habe ich nicht. Das war ein Scherz. Das war ein verdammter Scherz von mir. Okay. Komm. Öffnen wir jetzt diese verdammte Tür bei 2. Dann ist mir der Rest auch egal. Da ist offensichtlich. Der Fehler. Was war das? Habt ihr auch das Erdbeben gespürt? Habe ich jetzt Halluzinationen? Habe ich mir das jetzt eingebildet? Ich glaube, das habe ich mir eingebildet. Hm. Ich gucke mir das gleich nochmal im Video an. Jetzt schwören können, dass die Erde vibriert hat. Wir haben es geschafft. Das letzte Rätsel in diesem Ort ist gelöst. Ihr könnt mich alle mal. Wie, die Tür geht nicht auf. Wehe. Hi! Victoria Gibbons. Das ist nicht dein Ernst! Ich bin tot! Ich hab nicht gespeichert! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Wir sehen uns morgen wieder. Bei der Tür. Wird alles normal. Haut rein, euer Zero Juice. Ach Gott. Warum? Warum? Diese scheiß Eltern bringen mich um. Eltern sind gemein.